Genau, ja, ich sehe Kissen wieder und die Schilder gehen auch wieder. Nice. Weil früher konnte ich das nicht sehen mit dem Shader. Und jetzt suche ich einen neuen Shader-Core ab. Oh fuck. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Jo Leute, was geht ab und seid herzlich willkommen zurück zum guten alten Minecraft Community Server. Und ja, er läuft endlich wieder. Am Freitag haben wir schon das erste Mal gestreamt, also ja, ist jetzt doch schon 5 Tage wieder her. Und heute ist Mittwoch und morgen ist Auffahrt, also haben wahrscheinlich die meisten, ich denke mal so ziemlich alle, frei haben. Und ja, ich habe auch frei und ich werde morgen einen ganzen 12-Stunden-Stream machen, schon mal für alle. 12-Stunden-Stream morgen um 8 Uhr geht's los, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Ich hoffe, ihr seid alle dabei oder schaut zumindest mal vorbei, würde mich sehr freuen. Aber um was geht's heute? Es geht heute um unseren Community-Server, der endlich wieder läuft. Jo, ich denke mal einige oder viele dürfen es schon mitbekommen haben, aber auf jeden Fall ist er wieder online, auch mal an diejenigen, die mich jetzt einfach nur von YouTube kennen und nicht nur von Twitch. Auf jeden Fall, die IP ist multi.mod-com.eu, nach wie vor hat sich nichts geändert drauf. Ja, man kann auch ganz normal drauf joinen, man muss auf keiner Whitelist oder so stehen. Zack. So, da sind wir auch drin. Und ich habe jetzt endlich mal die schöne Shader Core geupdatet und habe jetzt auch, ja, einen schönen Zeus Shader drin. Ich hoffe mal, es sind jetzt keine. Wie soll ich es geben? Ah, egal, ich bin in Game Mode. Ich hoffe auch, die alten Bugs sind jetzt draußen oder so, weil ich hatte ja einige Bugs drin mit der alten Shader Core irgendwie. Auf jeden Fall, wie vielleicht jetzt gerade auch einigen auffällt, ich spiele mittlerweile auf Quake Pro. Ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert, also das FOV, ich habe da immer ja auf 100 gehabt von. Ich habe es jetzt einfach auf Quake Pro gestellt, keine Ahnung. Ich kann mit relativ gut umgehen, ich hoffe ihr auch, ja. Und so sieht's aus aktuell. Und ja, worum es heute eigentlich geht ist, der Freebind ist wieder online. Der gute alte Freebind. Weshalb das aber auch sehr lange wieder gehypt wurde. Und endlich ist er wieder online. Wir sehen auch, das Lobby-Plugin ist mittlerweile schon drin. Steht darüber noch Coming Soon. Das heißt, da dürfen wir noch ein bisschen gespannt sein, was so passiert. Oh, Nuffy ist da. Oh, er läuft gerade wieder. Oh Mann, Nuffy. Ne, es ist auch egal. Okay. Wie kommt man auf diesen Freebuild-Server? Ganz einfach, indem man /Server Freebuild eingibt. Ganz einfach. Es kann sein, dass das bei euch nicht funktioniert. Es kann sein, dass ihr da eine Meldung kommt, dass ihr keinen Zutritt zu diesem Server habt. Denn das ist der Fall, wenn ihr nicht auf der Whitelist steht zum Freebin-Server. So, wir sehen jetzt halt auch mal, es sind viele Leute da. So, ich melde mich auch mal an bei denen. Ja, so sieht es aktuell aus. Und da bitte nehmt alle bei der Reparaturstadt bei. Oh. Sie haben das kaputt gegangen in der Stadt, wenn sie das schon schreibt und wer hat sich hier reingebaut. Na egal, auf jeden Fall, das ist der neue Freebind. Den dürften, ich denke mal, einige noch kennen von früher. Auf jeden Fall, jo, wurde hier anscheinend alles geplündert bei mir. Und jo, hallo Ada, was geht? So sieht's aus aktuell bei mir und ja, viel ist nicht passiert. Es wird klare Regeln geben, auf jeden Fall. In der nächsten Zeit werde ich auch hier über YouTube oder vielleicht schon etwas früher mit euch über Twitter kommunizieren, denn ich werde einfach mal sehen, ob es hier ein Plugin gibt, sonst werden auf jeden Fall dieses Plugin hier rein, dass man einen privaten Ofen hat, private Kissen, privater Zaubertisch etc. Werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir das wieder einfügen können. Was ich noch ansprechen wollte, war natürlich, wenn man nicht auf den Server kommt, ihr müsst euch anmelden für den Server, weil hier auf diesem Freebit-Server kommt niemanden. Ich kann euch mal schnell zeigen, so, Hub, hier einfach ins Hub, wo man halt Minigames spielen kann, ihr könnt nicht dort joinen, allerdings, in dem Freebuild, da kann nicht jeder joinen. Dazu müsst ihr auf der Whitelist stehen. Und ja, viele fragen sich wahrscheinlich, wie komme ich auf die Whitelist? Ganz einfach, unten in der Beschreibung von diesem Video hat es einen Link, da könnt ihr euch anmelden. Und es, ja, ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Es kann auch 2-3 Tage dauern oder es kann halt bis maximal so eine Woche dauern, bis so gewhitelistet werden am Ende. Ja, ist jetzt halt so, aber ja, auf jeden Fall, es ist einfach so, wir haben ein neues System, wie wir die Leute whitelisten, und dazu müssen wir leider immer den Server neu starten, übrigens. Und deshalb können nur relativ selten halt Leute auf die Whitelist packen. Und ich würde eigentlich gerne mein Haus wieder reparieren, kann ich jetzt aber nicht tun. Gut, aber wir machen jetzt mal eine kurze Rundführung durch die Stadt, weil der Server läuft jetzt seit 5 Tagen und wir sehen uns jetzt mal an, was ja alles passiert ist. Auf jeden Fall werden wir natürlich morgen im 24 Stunden, jetzt 24 Stunden, ne, im 12 Stunden Stream, werden wir selbstverständlich auch hier auf dem Server zocken gemeinsam. Ja, ich hoffe auch, dass wir bis dahin irgendwie noch klare Regeln definieren können. Also, auf jeden Fall,
Griefer möchten wir keine haben, wie schon beim alten Server. Wir möchten absolut keine Griefer haben. Wer grieft, wird einfach permagebannt und ist weg vom Fenster. Muss ich ihn nicht mehr blicken lassen. Griefen gibt einfach permaband sofort. Also ja, Leute, seid bitte fair und haltet euch daran. Geht nicht einfach in andere Häuser rein, fragt den Besitzer zuerst. Ja. Verhaltet euch einfach bitte sozial gegenüber anderen und... Oh, fuck. Das war doch ein Creeper gerade, lol. Moment, weil... Ich muss Optifine noch installieren, weil ich die Shader-Core ja geupdatet habe. Moment mal, aber das möchte ich jetzt gerade mal überprüfen. Genau, ja, ich sehe Kissen wieder und die Schilder gehen auch wieder. Nice. Weil früher konnte ich das nie sehen mit dem Shader. Jetzt suche ich eine neue Shader-Core ab. Oh, fuck. Didi. Chi-chi. Jo, okay, gut. Kann ich dann mal reparieren irgendwann. Spätestens im Livestream. Gut, auf jeden Fall, hier ist der öffentliche Zaubertisch. Der wird wahrscheinlich noch verschoben werden. Denn ich war jetzt seit 2-3 Tagen nicht mehr auf dem Server. Also seit dem letzten Livestream. Und hier wurde auch einiges zerstört. Okay. Wir werden auf jeden Fall auch wieder No-Cheat Plus und solches Zeug draufhauen, damit wir wirklich überhaupt Griefer identifizieren können. So, mal sehen. Jo, läuft auch ganz gut mit dem Shader. Auf jeden Fall, mir gefällt es ja zu zocken so. Wir haben dann hier so einen Weg durch die ganze Stadt gebaut und hier baut dann jeder so ein bisschen sein Haus. Läuft auch ganz gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, wer grieft, wird permagebannt. Und wer Creeper-Löcher nicht, wir können zwar keine Creeper-Explosionen nachverfolgen, aber wenn, so mal, was wie hier mal passiert, dann sorgt bitte dafür, dass er das repariert. Na. So, und hier habe ich am Sonntag im Livestream gesagt, ich würde gerne hier irgendwo, also genau hier bei diesem Penis, oder ja, Penis, wie man auch immer sagt, diesem Dreckspenis, würde ich gerne ein Stadtzentrum bauen, so ein großer Platz, und es wurde hier ein schöner Weg gebaut, und das wurde hier gebaut. Okay, auf jeden Fall wurde das von einem Admin gebaut, oder von einem Mod, der ein bisschen Rechte hat, aber ich weiß jetzt nicht, was das hier ist. Keine Ahnung, ich möchte mich jetzt auch nicht irgendwie spoilern lassen davon, das werden wir schon hier und die im Livestream auch entdecken gemeinsam. Und ich soll das Video jetzt auch nicht zu lange machen, weil ich muss es heute doch hochladen und es ist schon 16.51 Uhr und um 18 Uhr sollte das Video online kommen. Wie gesagt, Leute, morgen 8 Uhr, 12 Stunden Stream. Ich sag immer 24 Stunden Stream, warum? Okay, 24 Stunden Stream könnte man aber auch bald wieder mal machen. Mal sehen. Auf jeden Fall, hier soll ein großer Stadtplatz entstehen und hier hinten rum halt so ein bisschen noch andere Häuser. Die Koordinaten kann ich euch hier mal zeigen, falls ihr auf dem Community-Server schon spielen wollt und ihr gewitelistet werden werdet hier. Das sind die Koordinaten unserer Stadt. Jeder ist hier herzlich willkommen auf jeden Fall, falls er sich fair verhält gegenüber anderen. Falls ihr grieft, werdet ihr einfach gebannt, wie gesagt. Also haltet euch bitte daran. Und ja, auf jeden Fall auch noch was ganz wichtig ist. Ich möchte nichts von euch hören. Falls irgendjemand einfach unnötig tötet oder irgendwelche Scheiße bei euch baut, davon möchte ich nichts hören, nee. Das interessiert mich null, wenn jemand bei euch irgendwie im Haus Scheiße baut oder grieft oder so. Nee. Mich interessiert das nicht, Leute. Kommt da nicht zu mir. Kann ich nicht oft genug sagen. Es gibt ja aktuell... Ich weiß nicht, man kann, wenn man Tab drückt, eigentlich die Ränge sehen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, schreibt am besten einen Admin an. Oder ein Mod geht auch natürlich. Dann kann der da mal nachgucken vielleicht und so. Und dann hat er einfach eine Strafe aussprechen, je nachdem. Wir werden wahrscheinlich auch bald die Webseite, also mutidismo.tv, die Webseite, ich arbeite da nach wie vor noch daran. Die wird wahrscheinlich bald online kommen und da wird es so ein Ticketsystem oder auch so was Forum-ähnliches geben, wo ihr dann auch solche Leute dann reporten könnt. Also ja, aber im Moment, ich möchte nichts davon hören, Leute, und ich möchte mich auch nicht mit solchen Leuten beschäftigen. Einfach, wir werden noch ein paar Plugins draufhauen, wie gesagt, dass man seine Chests absichern kann und damit man auch jeden einzelnen Block nachverfolgen kann, also wer abgebaut hat oder so ähnlich halt. Ja, damit ihr da einfach sicher auf der sicheren Seite sind und damit am Ende alles gut und korrekt verläuft. So, und das hier sieht jetzt ein bisschen scheiße aus, leider. Man sehen, wir reparieren das doch ganz kurz. So, okay. Ja, und das Haus sieht, ja gut. Wir müssen auf jeden Fall morgen im 12-Stunden-Stream hier ziemlich viel zocken, sag ich mal. Wir werden wahrscheinlich zuerst mal mit Minigames beginnen morgen. Dann so gegen Mittag vielleicht, Community Server, und ich möchte auf jeden Fall auch noch ein bisschen Matchpack spielen. Aber auf jeden Fall, Hauptteil soll aus Community-Server und Minigames bestehen erstmal. Den Rest sehen wir dann noch. Vielleicht gibt es auch noch irgendwas Spontanes. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, was ich auch ansprechen wollte. Es gibt ein Gewinnspiel. Humble Bundle Gewinnspiel.
Ich werde da einen Key verlosen für Humble Bundle. Wir haben bald einen Humble Bundle. Ihr kennt, ich packe euch den Link einfach in die Beschreibung, dazu. Und dann könnt ihr da sehen, was ihr damit gewinnen könnt, wenn ihr einen Humble Bundle Key habt. So, ja, und ihr seht auch, es sind ja immer wieder Leute drauf. Es ist jetzt halt vielleicht auch etwas früh, sind dann vielleicht auch noch nicht alle Leute von der Schule zurück. Ja, aber ich bin auf jeden Fall Leute hier drauf. Und das ist schön. Und das ist ja auch die Hauptsache. Ja. Wir werden vielleicht auch demnächst mal noch so ein Formular aufschalten, wo man sich als Moderator für den Stream bewerben kann bei mir. Oder auch hier auf dem Server als Moderator oder Admin. Ich weiß nicht genau, ob die alten Leute, die früher Moderator waren, auch immer noch Mod sein wollen. Weil es funktioniert dann schon ein bisschen was anderes. Aber grundsätzlich ist ja noch alles gleich. Aber ich werde mal die Leute fragen, die halt früher auch noch Mod waren, ob die nach wie vor Mod sein wollen. Und sonst, ja, werde ich über Twitter dann den Link posten zum Formular, wo ihr euch bewerben könnt. Deshalb Leute, falls ihr kein Twitter habt, legt doch einfach mal Twitter zu. Twitter-Link zu mir ist sonst auch in der Beschreibung. Ihr müsst nicht mal unbedingt Follower sein, um meine Tweets zu sehen, auch immer und so. Aber ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Und ich würde einfach sagen, na, mach's gut, Leute. Screenshot für die heutige Folge. Und dann sehen wir uns morgen im 12-Stunden-Stream. Bis dann, mach's gut.